Oh! Mein Gott! Ja, es schwebt einfach! Boom! Yeah! Das ist, glaube ich, das teuerste Produkt, was ich mir jemals für ein Video bestellt habe. Das hier ist kein Gadget mehr. Das ist eine fucking Waffe. Was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ihr habt es im Titel gelesen, heute ist es wieder soweit. Wir sind in der legendären Wohnung von dem einzig wahren Finde! Hi, and welcome. Wir haben mal wieder richtig krasse Produkte bestellt, Freunde. Ein Produkt kostet einfach 800 Euro. Was ist, glaube ich, auch das Heftigste. Wer kauft ein Produkt für 800 Euro einfach so? Ich würde sagen, wir labern gar nicht viel rum. Let's go zum ersten Produkt. Was ist das hier? Das ist eine Hand. Oh mein Gott, das ist so Spider-Man! Let's go! Ich wollte immer diese Netze machen. Kann man denn diese Netze machen? Ich habe nur so eine Werbung gesehen, man kann auf jeden Fall irgendwas schießen. Haben wir auf jeden Fall schon mal das Hand. Bro, du kannst auf jeden Fall gleich mal anprobieren. Passt die Hand da überhaupt rein? Ich glaube, es ist zu klein. Ich glaube, es ist für Kinder. Oh mein Gott. Ich glaube, du bist mit dem Daumen und dem kleinen Finger gerade. Ah, ich mache das, glaube ich, hier dran, so. Aha. Das ist so ein richtiger Mechanismus. Tschüss, Digga. Habt ihr das gesehen, wie es sich eingezogen hat? Wow, Bro, Digga. Okay, jetzt warte. Hä? Ich lese mal lieber nicht laut Englisch vor. The take up switch again to ensure that the strange inside. Ah, jetzt, Digga. Man muss es erst da reinstecken. Okay. Ah, okay, jetzt check ich. Oha, Digga, ist schon wild, ist schon wild. Probier du ihn mal aus. Oha! Aber es bleibt mich. Oh, gegen das Fenster. Weißt du, was du machen musst? Das ist der Trick von früher. Du musst es ein bisschen anfeuchten. Mach doch so einen Spruch, Bruder, so einen Spider-Man-Spruch. Abredabra. Oh! Okay, war ja echt ganz lustig. Was sagst du? In 10 Leben Race gebe ich eine gute 5. Ich würde sagen, so cooles Gadget, nicht ganz durchdacht, ich würde ihm eine 7 geben. Freunde, übrigens, alle Produkte, die wir in diesem Video testen, verlose ich an euch. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist dieses Video liken, mir auf Instagram folgen und mir eine DM schreiben, welches Produkt ihr haben wollt und warum ihr das haben wollt. Und dann geben wir vielleicht eins. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Okay. Das nächste Produkt, du kannst es wahrscheinlich schon erahnen, oder? Ist es ein Wasserkocher? Es ist aber nicht irgendein Wasserkocher. Es ist ein faltbarer Wasserkocher. Aber wofür? Einfach um Platz zu sparen, weißt du? Wollen wir jetzt wirklich das Wasser reinfüllen und gucken, ob das kocht? Ja, mich würde nämlich interessieren, ob das nicht anfängt zu schmilzen. Wer will aus sowas trinken, Bro? Das sieht so aus wie so Kinderspielzeug. Machst du falsch auf, Bro? Achso. Oder? Bro, was ist das? Was ist eigentlich, wenn ich den Wasserkocher, während er anfängt zu kochen, zusammenfalte? Oh, es stinkt richtig nach Plastik. Okay, es fängt schon an zu kochen. Was sagst du, Finn? Haut sich bis jetzt um? Ey, ich bin sprachlos. Ganz cooles Gadget so mit dem. Nein! Mit dem Faltbaren und so. Vielleicht ganz lustig und ganz cool, aber. Halt mir den nochmal. Nein, nicht in Wasser drin ist, Bro. Dadurch, dass das so nach Plastik stinkt, Digga. Und also. Aber vielleicht mussten wir ihn noch einmal auskochen so. Oder nicht? Der Wille war da, was Cooles zu machen so. Faltbar, gut und schön, aber es riecht leider echt sehr nach Plastik. Also ich würde ihm ein Leben Ray geben, so aus ein Kulanz. Ein Bitlights Leben Ray. Ja, aus okay. Kulanz. Für mich ist eine ganz klare 0. Ja, schmeckt halt nach Plastik. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Produkt. Wow, Bro. Was sagst du, Digga? Okay. Ich habe das gesehen in einem Video, wo einer gesagt hat, man hat den besten Schlaf und wenn man es mag, bei Regengeräuschen einzuschlafen. Und das ist quasi ein Gadget, was Regengeräusche, wie sagt man das, macht. Macht. Ja. Der chemische Plastikgeruch steigt einem direkt in die Nase. Echt jetzt? Ja. Okay, lass dich rum lang schnacken, das Kopf und Nacken. Füll dir mal auf jetzt. Oh! Farbe! Hä? Bro! Holy shit! Das ist eher so anders, wenn ich so gerade beim Pissoir bin. So. Ich würde sagen, wir gehen zum Test. Sagen wir, das ist echt schon spät, 21 Uhr. Schlafzeit, ab in die Haie. Sagen wir, schlafen jetzt erstmal ganz gespannt. Irgendwie kann ich nicht einschlafen. Irgendwie kann ich auch nicht einschlafen, so wie ungemütlich. Das ist irgendwie so Stille auch, weißt du? Ja. Ich irgendwie. Aber ey. Stimmt, wir haben ja hier den Reginator 3000. Ah, wir haben ihn gleich angesteckt. Perfekt, Digga. Okay, lass mal testen. Oh. Auf einmal. Jungs, wach doch mal auf, wir müssen das Video noch zu Ende drehen. Oh, scheiße, Alter. Oh, boah, das ging ja so schnell. Shit. Okay, Finn, wir sind wieder zurück. Wir haben echt viele Sachen noch nicht ausprobiert. Es gibt gar keinen Regen, es gibt so mittelmäßigen Regen, es gibt starken Regen, es gibt 7 Farben. Und es kann auch noch irgendwie nur Rauch machen. Wie viel Level Race kriegt dieser Reginator für dich? Ich würde sagen, 7. 7 Level Race? Ich gehe, glaube ich, auch mit, so mit 7.
hast ja schon eine Ahnung. Nein, aber es könnte vielleicht der Anti-Schwerkraft-Minigarten sein. Oh, du bist echt gut im Raten. Das ist so krank. Ich habe das in allen Videos gesehen und ich fand das so faszinierend. Der schwebt, ne? Und ich will wirklich gucken, ob das jetzt funktioniert. Boah, ist das ein heftiger Magnet. Warte. Oh mein Gott. Ah! Kennt ihr das, wenn man so Sachen sieht und dann irgendwie so die Wahrheit dahinter sieht und irgendwie enttäuscht ist? Ich hätte nicht gedacht, dass es mit Strom geht. Ich weiß nicht. Ich dachte, das ist so ein Zauberprodukt. Okay. Hast du es gehört? Hä? Du musst doch nicht an, du musst es anders. Du musst da so in die Mitte drauf balancieren. Oh mein Gott, Digga, davor. Ich hab so Angst, wenn du deinen Finger reinbekommst. Zieh dir, dass es an ist? Hä? Einfach. What the fuck, guck mal. Es ist insane. Es ist insane, dass wir es auch so drehen können. Alter, es sieht so. Es ist mal wieder total unnötig. Guck mal so, das so an, Alter, wie es einfach schwebt. Ich gebe stabile 8 Leben Race. Ich würde so echt auch 8, wenn nicht sogar 9 sagen. Es ist so ein Schreibtisch-Gadget, so. Ich bin am Arbeiten, ich gucke rüber, ich sehe, meine Pflanze schwebt so. Ich habe alles richtig gemacht. Was denkst du, was das gekostet hat? 60. 140. Nein! Ja. 140 Euro. Ja, ja, es ist teuer, Mann. Es ist unnötig, aber es ist cool. Und Freunde, in diesem Video werden natürlich auch wieder 3 Leute von euch gegrüßt. Deshalb gehen liebe Grüße raus an Niki, Anni und Mustafa. Vielen Dank für eure Kommentare. Wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt einen Kommentar. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Okay, Bro, wir kommen zum Finale. Das letzte und krasseste Produkt. Okay. Wir haben mal wieder einen Koffer. Was? Wie viel hat der gekostet? 800 Euro. Was? Ist so teuer. Aber ehrlich, dieser Koffer, der sieht so edel aus. Der sieht wirklich edel aus. Ehrlich, schon der. Die hellste Taschenlampe der Welt. Nein. Was ist das für ein Biest? Was ist das für ein Biest? Das ist geisteskrank, sehr ehrlich. Das ist, glaube ich, das teuerste Produkt, was ich mir jemals für ein Video bestellt habe. Bro, guck mal, das reinschaut, da blind wird man schon. Da muss sag mir mal erstmal, welche Taschenlampe kommt denn bitte in so einem sexy Koffer? Ich will den kompletten Dom beleuchten gleich. Damit wir mal einen Vergleich haben. Also eine Handy-Taschenlampe hat 500 Lumen. Dieses Gerät hat 120.000 Lumen, Digga. Es ist... Bro, das ist... insane. Andere Sache, ne? Mir wurde gesagt, wir testen heute Gadgets. Gadgets. Das hier ist kein Gadget mehr. Das ist eine fucking Waffe. Ich würde sagen, wir machen die jetzt erstmal an. Weil du weißt ja noch nicht, was hier alles abgeht, okay? Wir haben hier erstmal ein Gebläse in einer Taschenlampe. Ich bin auch noch nicht so vertraut mit der Bedienung. Hier können wir, das ist ja noch, ne? Hier können wir die Anzeige sehen. Jetzt sind wir gerade bei 30 Lumen. So, man kann auch reinschauen. Ist ganz okay. Hier sind wir jetzt schon mit Taschenlampe, Handytaschenlampe. Jetzt sind wir bei 1500 Lumen. By the way, Freunde, das ist jetzt hier nur das Licht von der Taschenlampe hier, okay? Und dann gibt es ganz einfach hier diesen Knopf. Oh mein Gott, das ist meine Augen! Oh, das ist nur die Lampe, das ist ja ganz so krass. Nur die Lampe hier. Wow. Tu mal deine Hand drüber, tu mal deine Hand drüber bitte. What the fuck? Ist das heiß? Das ist komplett heiß, Alter. Es ist dunkel. Bro. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt raus und machen den Nachttest. Wir sind angekommen vor dem Kölner Dom und hier haben wir die hellste Taschenlampe der Welt. Jetzt schauen wir mal, wie hell der Dom wird, wenn wir ihn mit der hellsten Taschenlampe der Welt anleuchten. Ich bin auch so gespannt. Seid ihr ready? Junge, guck dir das an. Halt's mal selber, Bruder, halt's mal selber. Oh mein Gott, man fühlt sich so mächtig. Bro! Es ist mal wieder ein Produkt, was richtig geil ist, aber was man nicht unbedingt braucht. Ich gebe ihm trotzdem absolute 10 Leben Race. 10 Leben Race für dieses Produkt. Freunde, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, checkt Findel ab und wenn ihr eine der Produkte gewinnen wollt, like dieses Video, folgt mir auf Instagram und schreibt mir, welches Produkt ihr gewinnen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.